Servus und hallo zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH, diesmal zum dritten Teil des Mitschnittes der Arthrofibrose-Fortbildung, genauer gesagt des 9. Arthrofibrose-Fachseminars. Ja, es geht hier um einen Seminarmitschnitt. Wer die ersten beiden Teile noch nicht gesehen hat, schauen Sie ein bisschen zurück. Da kommt Teil 1 und Teil 2. Können Sie sich auch sehr, sehr gerne anhören. Sollten Sie vielleicht auch, weil das Ganze im Zusammenhang aufeinanderfolgend geschnitten ist. Hier nochmal der Hinweis. Es handelt sich um einen Mitschnitt eines Seminares. Das bedeutet einmal, die Tonqualität ist jetzt nicht unbedingt eine Studioqualität. Und was noch dazu kommt, die Hinweise, die beispielsweise auf der PowerPoint per Laserpointer gezeigt worden sind, können Sie natürlich in einem Podcast nicht ganz wahrnehmen, logischerweise. Aber ich hoffe, nichtsdestotrotz gefällt Ihnen diese Episode und Sie erfahren einiges Neues rund um das Thema Mikrostrom, Luxamed und Arthrofibrose. In dem Sinn, viel Spaß mit dieser Episode. Eine Studie. Jetzt kommen wir auf die Zytokine. Ganz interessante Studie, die ist in den USA durchgeführt worden. Und da wurde halt gemessen, ja, wie verändern sich. Hier sehen wir immer, das ist eine Behandlung jeweils. Erste, zweite, dritte Behandlung. Da haben wir immer so Zwischenmessungen durchgeführt. Hier haben wir das Interleukin 1 und ich denke mal, dass die Diagramme da im Prinzip für sich sprechen. Ne? Also wir haben hier den, das ist der Pain, also die visuelle Analogskala von 0 bis 10, die gleichzeitig abgefragt worden ist. Wir haben TNF-Alpha, Interleukin 6 und Interleukin 1, die alle sehr, sehr schnell rückläufig waren in dieser Studie bei den Patienten. Substanz P hat ja Dr. Traut auch vorhin drüber gesprochen, dass das durchaus ein Problem mit ist bei Arthrofibrose-Patienten. Das körpereigene Cortisol steigt an und ebenso die Beta-Endorphine, die mit ansteigen. Also auch zu sehen halt, dass wir, was gerade was diese inflammatorischen Zustände betrifft, und das zeigt sich auch in der Wirkung, gerade bei akuten Zuständen bei Patienten, ziemlich gute nachweisliche und nachhaltige Effekte haben. Dann haben wir eine Studie durchgeführt an der Klinik Bavaria, die ist bei Dresden, und zwar bei Patienten nach KNITEP, nach Knietotalendoprothese. In der Studie haben teilgenommen 78 Patienten insgesamt, ich will jetzt gar nicht auf alle Werte hier eingehen, auf die statistischen Werte. Das Patientengut wurde entsprechend evaluiert, begutachtet. Dies auch international publiziert, die Studie. Ich möchte aber mal auf zwei Sachen eingehen. Einmal auf diesen Oswestry-Score. Das ist ein Score, der fragt Lebensqualität-Sachen ab. Wie können Sie sitzen, schlafen und so weiter. Dann der WOMAC-Score, ein Algofunktions-Score, speziell bezogen auf das Kniegelenk. Gut, was ist, denke ich mal, klar, und Gehstrecke, denke ich, erklärt sich auch von selbst. Die Ergebnisse dieses Lebensqualitätsmarkers oder Scores, hier, das ist also vorambulante Heilbehandlung, das heißt, bevor überhaupt eine Therapie bei dem Patienten durchgeführt worden ist, unmittelbar postoperativ, BZR, also für die Gruppe der biologischen Zellregulation, und hier eine Kontrollgruppe. Die haben auch ein Gerät gehabt, die wurden auch angeschlossen mit Klebeelektroden und behandelt. Das Gerät funktionierte aber nicht, es kam halt kein Strom raus. Da halt der Vorteil, weil wir sagen, Mikrostrom merkt nicht jeder, dadurch konnten wir das in der Studie entsprechend mit der Kontrolle quasi verblinden. Also verblinden gegenüber dem Patienten. Ja, müssen wir ihn behandeln? Ah. Das weiß ich nicht. Nee, das war nicht die Mitkraft drauf. Ich dachte, da waren wir dann ein bisschen fertig. Genau, ist Behandlung jetzt, ja. Und hier sieht man halt die Messung dieses Scores 3 Monate nach der Behandlung. Dazu muss ich sagen, die Patienten waren 10 Tage in der Klinik und wurden einmal am Tag behandelt. Das heißt, wir sprechen über 10 Behandlungen Mikrostrom. Einmal am Tag plus logischerweise konventionelle Physiotherapie, Reha und so weiter. Die haben sie natürlich alle bekommen. Und der Unterschied, denke ich mal, nur mal was den Lebensqualitätsscore betrifft, 3 Monate nach Behandlung. Die haben auch alle nachweislich keine Behandlung mehr bekommen, keine Mikrostrombehandlung, nachdem sie entlassen worden sind, also nach den 10 Behandlungen. Also haben wir eine Änderung von 31% Post zu Prä bei der BCR-Gruppe, BZR-Gruppe und 18% bei den anderen. Hier nochmal genau aufgegliedert, ne? Gerade schlafen zeigt sich, dass die deutlich besser schlafen können, die Patienten. Sieht man jetzt da einen Rückschluss? Wir haben vorhin viel über das vegetative Stressmomente gesprochen. Und ich meine, wenn jemand nicht schlafen kann, richtig, dann ist das schon mal einer der Hauptfaktoren, weil er gar nicht in der Lage ist, vernünftig zu regenerieren. Also sicherlich auch einer der Faktoren, wo man sagen kann, okay, hier haben wir einen Einfluss sehr starken mit drauf. Das Knie selber
mal begutachtet. Also hier sieht man schon deutliche Unterschiede. 6 Tage, das heißt, hier sind 6 Therapien durchgeführt worden bei den Patienten. Und eine Verbesserung, hier liegen wir bei 81% im Vergleich zur Kontrollgruppe bei 64. Und hier auch 3 Monate nach Entlassung, also nach der letzten Behandlung, der 10 Behandlungen, deutlich besser als bei den anderen. Gehstrecke entsprechend auch. Also hier kann man sagen, dass diese Studie tatsächlich, sagte auch der Biometriker, der das ausgewertet hat, einfach sehr, sehr stark statistisch signifikante Ergebnisse, das ist ein sehr stark statistisch signifikantes Ergebnis ist bei allen Patienten, was eigentlich in der Medizintechnik relativ selten ist, weil natürlich gerade bei technischen Untersuchungen immer viele, viele Einflussfaktoren da reinkommen. Alleine auch hier, wenn man sich überlegt, durch die Vielzahl der Elektroden und den Einstellmöglichkeiten, die natürlich in der Studie voreingestellt waren, damit man es vergleichbar hat, aber nichtsdestotrotz, das Ankleben der Elektroden kann ich von Patient zu Patient, von Anwender zu Anwender, kann es natürlich variieren. Und das ist also für uns ein extrem gutes, extrem schönes Ergebnis. Hier nochmal eine Studie bezogen auf Entzündungen und auf die Frequenzen. Also es ist tatsächlich so, das zeigt die Literatur, haben wir selber auch evaluieren können, dass es nicht nur darum geht, dass wir mit einer spezifischen Stromstärke arbeiten, mit einer sehr geringen Stromstärke, sondern dass wir tatsächlich spezifische Frequenzen in das Gewebe einbringen. Und die in der Regel in Kombination mit verschiedenen Zuständen. Diese 40 Hertz stehen für die Entzündung. Jetzt werden Sie sich fragen, woher weiß man das? Gute Frage. Steht in der Literatur drin und wurde jetzt in verschiedenen Studien, nicht nur in dieser hier, sondern auch die vorhin, die ich gezeigt habe, mit den Zytokinen. Da wurde nämlich auch geschaut, welche Veränderungen ergeben sich bei Messung der Veränderung der Zytokine bei Veränderung der Frequenz. Und es zeigte sich auch dort, dass die 40 gerade bei Entzündung einfach am besten wirkt im Gewebe. Die 116 ist für das Immunsystem und hier wurden Mäuse behandelt. Da wurde eine Schwellung mit Arachidonsäure an den Ohren der Mäuse ausgelöst und behandelt und hatten nach 4 Minuten eine 62-prozentige Reduktion. Und das war es auch schon wieder mit dem dritten Teil des Mitschnittes zum 9. Arthrofibrose-Fachseminar. Ich hoffe, auch diese Episode hat Ihnen wieder gefallen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Like. Spotify, iTunes, Sie wissen schon wo. Also dort, wo Sie den Podcast gerade konsumieren. Schauen Sie auch gerne mal auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite vorbei, Luxamed, oder natürlich auch auf unseren YouTube-Kanal, auch Luxamed. Auch da gibt es immer wieder mal neue Sachen, die interessant sind rund um Luxamed, Mikrostrom und LED-Licht. Therapie. In der nächsten Woche kommt nun der 4. und letzte Teil dieser Seminar-Mitschnittreihe zum Thema Arthrofibrose. Ja, und in dem Sinne möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden und sage bis bald, bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.